Ein prächtiger Edelmann bist du. Und wie schmuck dir die Uniform steht. Baldo Paligan ließ sich von einem Sklaven gefülltes Konfekt reichen und musterte seinen Sohn eingehend. Das Gold seiner Gewandung und seine Haare schimmerte erhaben im Licht der Sonne. Darion stand regungslos auf der Dachterrasse und zügelte den Stolz in seiner Brust. Erst vor wenigen Stunden hatte man ihn zum Großadmiralissimus der Schwarzen Armada berufen. Gerade einmal 18 Jahren hatte er sämtliche Kontrahenten ausgestochen, auch den verhassten Korrigan Kugris, abgebrochenen Zyklopen, bis zuletzt glaubte, über ihn, Sohn des Großartigen, triumphieren zu können. Nun musste Kugris ihm gehorchen, und Darion empfand bei dem Gedanken daran eine tiefe Genugtuung. Innerlich malte er sich schon aus, mit welchen undankbaren Missionen er Korrigan bedenken würde. Vielleicht sollte er ihn auf eine Strafexpedition hoch nach Torval schicken. Korrigan würde toben. Fast hätte sich ein genüssliches Lächeln auf seinen schmalen Lippen geschlichen, doch im letzten Moment wusste Darion sich zu beherrschen. »Ich weiß, du wirst unserem Haus keine Schande bringen, Sohn. Bald naht die Zeit, in der du dich beweisen wirst. Wie mir zugetragen wurde, plant der Patriarch einen Schlag gegen die Sandfresser. Der Kalif ist schwach und Honak will dies nutzen, um den Ruhm des Imperiums zu mehren.« Baldo lachte. »Auch ohne uns Granden flattert der Rabe mit lahmen Flügeln. Das wird der Patriarch bald lernen müssen.« Ein Krieg gegen die Novalis? Das war Darion neu. Eifer entbrannte in ihm, wie er sich an Bord der Golgari sah, die Schwarze Armada über dem Sedimgrund führte. »Das Ende der Ketzer ist bereits besiegelt«, hatte er sich sagen. »Natürlich, es hat mich einiges gekostet, dich auf diesen Posten zu bringen. Also, du wirst mich nicht enttäuschen.« Die beiläufige Offenbarung traf Darion. Er hatte geahnt, dass sein Vater seine Finger im Spiel hatte, jedoch geglaubt, dass letztendlich seine Fähigkeiten den Ausschlag gegeben hatten, nicht das Gold der Paligans. Wenn Goldo seine Irritation bemerkte, ging er darüber hinweg. Zornbrecht hätte gerne seine vertrocknete Base Franja an der Spitze der Schwarzen Armada gesehen, der alte Kugris diesen unsäglichen Korrigan. Wie der fette Löwe und der Geizkragen miteinander gezankt haben, das hättest du sehen sollen. Vor den Augen des Patriarchen haben sie sich aufgeführt wie ungewaschene Farnas, bis keiner mehr ihre Gekeife und Gefeilsche ertragen wollte. Es war so einfach, auf den richtigen Zeitpunkt zu warten, um dich ins Spiel zu bringen. Darion holte tief Luft. Was bin ich dann? Ein Kompromiss? Eine leicht verdauliche Speise, die man willig bereit war zu schlucken? Baldos Hand, der gerade nach einem weiteren Stück Konfekt greifen wollte, verharrte in der Luft. Seine graublauen Augen funkelten kalt. Darion bereute seine Worte. Kaum, dass er sie ausgesprochen hatte. Nein, du bist ein Paligan. Und du befindest dich dort, wo dein Platz ist, am Pulsschlag der Macht. Endlich nahm er das Konfekt, schob es sich zwischen die makellosen Zähne und brach knackend die kühle Hülle auf. Du wirst jetzt gehen und dich auf deine Aufgabe vorbereiten. Darion verneigte sich und eilte davon. Trotziger Stolz beschleunigte seine Schritte. Er würde allen, zuletzt seinem Vater, beweisen, welches Blut in seinen Adern floss. Und seine Feinde würden vor Neid erblassen und seinen Namen in ängstlicher Demut wispern. Euer Schiff fährt unter namenlosen Segel. Pech und Unglück, Meuterei und Aberglaube sollen herrschen. Es sei denn, ihr verhindert den Fluch, der euch getroffen hat und unausgesprochen in der Luft liegt. Was auch immer passiert ist, aber vielleicht ist eure Reise bereits jetzt schon zu Ende. So steht ihr in der Kapitänskajüte und brütet über eure Optionen nach. Heute sollte eigentlich ausgepeitscht werden und Boltax und Abelmir müssen noch ihre Vorlesung halten. Weitergeht, entscheidet ihr. Meine Herren, wir müssen reden. Macht die Tür zu. Nun, worum geht es denn? Die Sache mit dem Namen bereitet mir Sorgen, aber ich denke, wir haben für den Moment alles getan, was wir tun konnten. Worüber ich reden möchte, ist Salix Kugris. Oh, wieso das? Habt ihr es nicht bemerkt? Nun, worauf genau spielt ihr an? Nun, ich gebe zu, es war unter all den vielen Dingen, die ihr gesagt habt, nicht ganz leicht herauszuhören. Aber als er davon sprach, wann wir diese seltsame Versicherung, wie er es nennt, bezahlen sollten, dann sagte er, nach unserem Tod. Und wie soll wohl ein Toter einen Vertrag bezahlen? Mit seiner Seele.
Um was genau geht es denn? Ich meine, einige von uns waren bei dem Gespräch nicht anwesend. Was für eine Versicherung? Lasst es mich kurz zusammenfassen. Wir wollten von Salix Kukas Geld haben, weil er viel Geld hat. Ja, er hat uns angeboten, eine Versicherung auf unseren Kopf abzuschließen und gleichzeitig eine Versicherung auf den Kopf von Dario Paligan abzuschließen. Wer auch immer stirbt, naja, muss halt zahlen. Das ist ein relativ komplexes Modell. Grämt euch nicht, wenn ihr es nicht versteht. Dafür muss man schon in der Materie sein. Aber was Zulamin gesagt hat, stimmt. Die Sache ist... Er hat es aber nicht so ausgedrückt. Nein, er hat das nicht so deutlich ausgedrückt. Aus gutem Grund. Aber ich bin sicher, dass es genau das ist, was er meinte. Er hat uns einen Pakt angeboten, Yalan. Sterbliche können einem keinen Pakt bieten. Keinen echten, jedenfalls. Sie können allerdings, sagen wir, eure Seele zeichnen. Vermitteln. Nun, das wollte ich jedenfalls sagen. Sterbliche können vielleicht keinen Pakt selber schließen, aber sie können ihren Herren einen Pakt anbieten mit fremden Seelen. Nun, aber auch dies ist etwas anderes. Jemand, der auf eine solche Art und Weise gezeichnet ist, kann, sagen wir, vergleichsweise einfach errettet werden. Ihr meint einen Dämonendiener in den Reihen der Granden? Oh, wen würde es überraschen? Oh, wirklich? Nun, die Sache, dass es ihm gleich ist, aber mit uns oder mit Darion Paligan Geschäfte macht, überrascht mich nicht. Selbst die Karinors haben mit Oron gehandelt und... Nun ja, aber das geht entschieden zu weit. Habt ihr sein Gesicht angesehen? Ja, er hatte so eine goldene Maske auf. Ich habe erst an Yalan gedacht. Ja. Ich war mir erst nicht sicher. Ich dachte auch, es könnte Schminke oder so etwas sein. Es war schwer zu unterscheiden. Aber nach dem, was er gesagt hat, frage ich mich, ob das nicht sein Dämonenmal sein könnte. Ihr habt recht. Nun, wir können sicherlich davon ausgehen, dass Salex Kukris nicht der Gipfel der Preuungsgefälligkeit ist. Das wäre auf jeden Fall denkbar. Entsprechend wird er sein goldenes Angesicht wohl kaum im Tempel erhalten haben. Nun, wenn es ein Dämonenmal ist, Abelmir, ist es dann magisch? Ja. Na, dann sollte es eine Leichtigkeit für uns sein, das herauszufinden. Wenn wir das nächste Mal zu ihm gehen, schaue ich es mir an. Das Einzige, was mich wundert, ist... Schwierig. Warum? Wir haben gesagt, wir werden ihn auf jeden Fall noch einmal aufsuchen. Ich weiß natürlich erst nach dem Blutspielen, aber... Ach so, ja, vermutlich, weil die Hälfte von uns dann tot sind. Aber ja, wir können auch schon dafür Pläne machen. Was? Ach. Nützt es den Göttern und unserer Mission, wenn die Hälfte von uns danach tot ist? Weißt du, dass du uns da überhaupt in diese Spiele mit reingeritten hast, Raphim? Ich bin da ganz zuversichtlich. Oh. Nun, wissen wirst du es. Ich bin es nicht. Ich möchte nicht gegen 50 Basaltfäuste antreten müssen. Das ist realistischerweise nicht 50. Ja, richtig, ich bin 10. Ja hier. Es reichen nur 10. Nun, jetzt sind wir drin. Und auch wenn Salek Kugris möglicherweise ein Paktierer sein sollte oder auch nur mit den Dämonen handelt, die Blutspieler haben schon angefangen und wir sollten uns denen widmen. Raphim hat sein Wort gegeben, dass wir teilnehmen, und Raphims Wort sollte noch einiges wert sein. Wir können jetzt doch nicht mehr auf den Silberberg, oder? Wenn ihr nicht abgestochen werden wollt, dann würde ich das vermeiden, ja. Dann sollten wir diese Spielerei wohl ja früher als später in Angriff nehmen. Naja, ihr könnt euch überall anders in der Stadt bewegen, aber halt nicht auf dem Silberberg. Wenn euch vielleicht aufgefallen ist, müssen wir dahin, wenn wir mit dem Rat der Zwerg sprechen wollen. Richtig. Ich dachte, wir agieren bei Nacht. Ich meine, dann hat Netzintianer noch genug Zeit, vielleicht einige Hilfsmittelchen zusammenzubrauen.
Also wenn ihr irgendwas braucht, sagt Bescheid. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, der Rat der Zwölf sitzt doch gar nicht auf dem Silberberg. Ich nahm an, ich weiß nicht, wo sie sind. Nein, das tut er auch nicht. Auf dem Silberberg ist nur der Boron-Tempel, der Basaltfaust. Ich will nicht wissen, was dort ist, ich will wissen, wo die Zwölf sind, Diamantes. Doch vermutlich in der Stadt, wenn er nicht auf dem Silberberg ist. Ja, dann denk doch mal nach. Und wo in der Stadt? Die ist schließlich groß. Wenn euch zu dem Gebäude zu führen, wird das wohl das geringste Problem sein. Problem ist, wir haben aktuell, so wie ich das verstehe, nicht einmal eine sichere Möglichkeit, mit Chantala Karinor in Kontakt zu treten. Wenn wir ihr schreiben, würden sehr wahrscheinlich andere mitlesen. Das heißt, sie weiß nicht, dass Vareno Willmann gedenkt, seinen Posten niederzulegen? Nun, das stimmt so nicht ganz. Wir haben mehrere Geweihte an dem Schiff, nicht wahr? Und Geweihte dürfen sich auf dem Silberberg frei bewegen. Stimmt, du hast recht. Wie kommt ihr darauf, dass sich Geweihte bewegen können, frei und unkontrolliert? Weil dies der Fall ist, Kapitän. Bohrengeweihte dachte ich nur, aber nicht normale Geweihte. Davon höre ich auch zum ersten Mal. Nun, dieser Nandus-Geweihte sagte Boltax und mir, dass wenn wir Geweihte seien, wir auch ohne Raphim auf den Silberberg kämen. Richtig. Naja, wenn man euch in der Stadt kennt, natürlich. Jetzt wird man euch abstechen. Aber ihr könnt's probieren. Naja, uns, aber auch warum die Angehörigen machen wir es nicht einfach, dann haben wir es hinter uns, anstatt es irgendwie herumzuschachern. Mache ich bei dem Spiel jetzt auch mit? Nein, keine Zitiana, und wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch wieder euren Büchern zuwenden. Ich werde nachher mit einer Liste bei euch sein, ja? Keine Zitiana, habt ihr einmal etwas über gewisse Höhlen unterhalb des Silberberges gehört? Ich habe über alles gehört. Wenn es irgendwo niedergeschrieben steht, dann höchstwahrscheinlich, ja. Das ist gut. Da sollten wir vielleicht nochmal nachrecherchieren, denn ich glaube nicht, dass wir da so einfach durchkommen. Also das heißt, in vielen Gerüchten, und diese lassen sich höchstwahrscheinlich auch bestätigen, dass der Silberberg ausgehöhlt wurde. Vielleicht bestand er früher einmal aus Silber, allerdings ist das anzuzweifeln. Silberminen und Vulkangestein, das verträgt sich oft nicht. Das stimmt, das macht wenig Sinn. Nun, ich hatte erst an vulkanische Gänge und Überbleibsel von möglichen Magmaflüssen gedacht, aber... Nun, die Stadt selber besteht schon seit vielen hundert Jahren und seit Ewigkeiten sitzen so etwas wie die Granden hier, zumindest auf diesem Berg. Die Form des Raben gibt es einfach vor. Hier wurden bereits zu dunklen Zeiten schon blutige Opfer gewählt. Kennt ihr die Legende von Nemekat oder gar Fran Horas? Wusstet ihr, dass Fran Horas den Boron-Kult in das Güldenländische Reich brachte? Nun ja, das ist eine sehr verkürzte Darstellung. Nun, er brachte sowohl die Idee der Sklaverei als auch die Idee eines Boron-Glauben zurück in das Horasreich. Nun ja, die späteren Horas haben Nemekat verbannt aus dem Horasreich zu Recht. Ist das jetzt wichtig? Ich wollte mich eigentlich über die Gänge unterhalb des Silberberges unterhalten. Beziehungsweise vielleicht können Abelmir und ich in der Bibliothek nachforschen. Ich glaube wirklich, dass in der Bibliothek Karten dieser unterirdischen Anlagen sind. Vielleicht zumindest Hinweise darauf, wo man einen Eingang findet. Denn wenn es Tunnel unter dem Berg gibt, werden sie vermutlich auch zweckmäßigerweise irgendwo hinausführen. Und wenn wir einen solchen nutzen können, müssen wir es nicht durch die Tore kämpfen, denn das wäre fatal. Und erinnert ihr euch noch an den sehr freundlichen Dekan der geologischen Fakultät, mit dem wir ins Gespräch gekommen sind, als wir in der naturwissenschaftlichen nach Spinnbein gesucht haben? Ich erinnere mich dunkel an ihn. Stippenkuss, aber er möchte so nicht genannt werden. Ja, aber es stimmt doch. Genau. Mit dem könnten wir noch einmal reden. Vielleicht hat er ein paar interessante Werke für uns zur Empfehlung. Hervorragend. Kümmert euch darum. Wir müssen sowieso noch Vorlesung halten, Abelmir. Ach ja, ich will ihr leben. Bevor du gehst, Voltax, du hast dich darum gekümmert, die neuen Buchstaben in Auftrag zu geben? Oh ja, ich war bei Angol Schminia. Es war sehr schön. Hervorragend. Wir werden heute noch gemeinsam auf die Baustelle gehen. Na, da hat aber jemand Freude an diesem Projekt. Natürlich, es ist ein sehr wichtiges Projekt, dieses Waisenhaus. Nehmt mich mit, wenn ihr auf die Baustelle geht, ja?
Na gut. Danke. Ja, dann ich glaube, Boltax wollte eher ein bisschen Zeit mit Angroschminia verbringen. Also. Nun, das wird er woanders tun können, als im Schlund, wo jeder ihn abstechen will, um seine Haare zu essen. Wieso wollen sie meine Haare essen? Weil sie sonst nichts haben und deine Haare sehr schmackhaft aussehen. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Sieh mal, da hängt eine Birne drin. Es ist keine Birne, das ist ein Kristall. Es sieht aus wie eine Birne, Voltax. Ja, weil er birnenförmig ist. Es ist ein Tropfen, den ich geformt habe. Es wundert mich, dass keiner von euch Haarschmuck trägt. Nun, wir tragen alle keine Bärte, zumindest nicht so lange wie du. Ja. Als würden euch Bärte wachsen. Denn nur den Menschen wachsen auch Bärte. Allerdings nicht solche prächtigen wie euch, Angroschos. Wenn ihr diesen Pflaumenbart nennen wollt, ja, es sei euch gegeben. Aber das stimmt schon, wir haben eine prachtvolle Bewuchs unseres... Warum diskutieren wir jetzt überhaupt über meinen Bart? Sieht der nicht gut aus? Muss ich mir Sorgen machen? Also ich arbeite ja schon seit vielen Jahren an einem Haarwuchsmittel. Und dabei klatscht er sich so ein bisschen auf seiner Glatze herum. Ohne Erfolg, wie es scheint. Ja, das ist das einzige Mysterium der Alchemie, was mir wohl noch verschlossen bleibt. Och, macht euch nichts draus. Irgendwann wird es vielleicht zu einem Durchbruch kommen. Und dann freut sich Jalan bestimmt auch. Der hat hinten schon 2-3 kahle Stellen. Ich muss euch doch sehr bitten, das kommt vom Helm. Natürlich. Wenn in Cintiana, wenn ihr gerade da seid, wie lange bräuchtet ihr, um einige Rationen des Schlafgiftes, welches ihr Jalan mitgegeben habt, herzustellen? Nun, nicht lange. 2 Tage, würde ich sagen. Nun, wir haben keine 2 Tage, wir haben einige Stunden. Wir haben alle Zeit der Welt. Ich dachte, die Blutspieler wurden schon ausgerufen. Wir werden uns die Zeit nehmen. Ich hatte auch ein Anliegen, Kanizitiana, aber nur etwas ganz Einfaches. Ja, wenn ich sowieso darauf warten muss, dass die Tränke durchziehen, dann kann ich auch mich an eine zweite, einen zweiten Kessel stellen, das geht. Einige Schwadenbeutel, wenn es sich machen ließe. Aus dem Handgelenk, ja, das ist relativ simpel. Danke sehr. Oh, und wenn wir uns tatsächlich unter die Erde begeben, oh, es wird fantastisch, ich sage euch, ich freue mich richtig darauf. Wie wäre es, wenn jetzt ihr euch... Jetzt spannt den Gaul nicht vor dem Karren auf. Den Karren vor den Gaul. Wartet erstmal ab, bis ihr in der Bibliothek wart. Richtig, also wir gehen unter die Erde, ihr seht nicht so gut unter der Erde wie ich, weil ich gute Zwergenaugen habe. Garnetzitiana, kann man da irgendetwas machen? Oder muss ich mit meiner Magie für Licht sorgen? Augentropfen? Ja. Eulentränen. Ja, das ist ebenso aus dem Handgedenk. Das kann ich alles nebenbei machen. Aber die 2 Tage kann ich nicht verkürzen. Nein, das ist vollkommen in Ordnung. Gut Ding will Weile haben, das sagen die Zwerge immer. Man kann das natürlich auch irgendwie in wenigen Stunden herbeischlampen, aber... Ehrenwerter Alchemist, ich habe eine Zulassung vom Roten Salamander, müsst ihr wissen. Richtig, wir schlampen hier nichts. Man kann etwas gut machen oder man kann etwas schnell machen. Und wir machen es gut. Boltax, ich glaube aber nicht, dass du nur auf Nachfrage eine Karte des Labyrinths erhalten solltest. Wenn es welche gibt, dann werden sie sicher unter Verschluss gehalten. Das ist richtig. Sich die beiden darum kümmern, die wissen schon, wie man damit umgeht. Und wenn nicht, können wir dann hinterher immer noch darüber diskutieren. Es macht jetzt keinen Sinn, jede einzelne Eventualität durchzusprechen, wenn wir gar nicht wissen, was Sache ist. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Na gut, dann auf die Beine. Sehr schön, sehr schön. Können wir dann eventuell Itilius auf den Silberberg schicken, um Kontakt mit Chantala aufzunehmen? Nun, lotet das doch aus. Ich frage eher Rafim, ob das für Itilius eine Gefahr ist. Also, ihr habt nur uns angemeldet, oder? Naja, ihr stellt euch das Ganze etwas zu einfach vor. Es ist mehr wie Spiele. Im Prinzip funktioniert es so. Ich habe jetzt den Auftrag, den Patriarchen anzugreifen. Dafür darf ich alles tun und alles nutzen, was mir zur Verfügung steht. Wir werden alles tun und alles nutzen, was ihnen zur Verfügung steht, um mich aufzuhalten. Also könnte sich
der Ärmste in Gefahr begeben, dann wollen wir das lieber nicht tun. Ich kann es zumindest nicht ausschließen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, aber vielleicht hat er Pech. Hast du denn einen Plan? Ich meine, keiner kennt den Silberberg so gut wie du. Naja, also ich denke so. Naja, dass die Hälfte von uns drauf geht, ist. Das ist kein Plan. Naja, also wir haben ja auch nur 2 Tage. Die anderen haben monatelang geplant. Einer war ganze 2 Jahre im Untergrund, aber der hat einen sehr guten Plan am Ende. Also das mit diesem Labyrinth oder diesen Gängen klingt ja schon einmal nicht so schlecht, aber... Ja, die existieren auf jeden Fall, das ist korrekt. Wofür sind die denn eigentlich da? Das Labyrinth des Balhonax? Er hat noch keine Sagen dazu gehört. Nein. Was sich da unten eigentlich hervorbringt, also was Wirklichkeit ist, weiß niemand. Es gibt nur Sagen, die man sich auf den Straßen erzählt. Nun, bitte klärt uns darüber auf. Wir kennen diese Sagen nicht. Man sagt zumindest, dass die Hand dort unten beheimatet sein sollte. Jene, die Borons Willen ausführen. Also Priester. Nein, keine Priester. Ich weiß nicht, ob das wirklich Priester sind. Sie mit Meuchlern gleichzusetzen, wäre vielleicht... Nun, es sind Borons Diener. Meuchler? Borons Willen ausführen. Sie haben den Tod zum Kunstwerk erklärt. Was für eine schreckliche Kunst. Widerwärtig. Sie tun das im Auftrag des Patriarchen, also auch im Auftrag des Herrn Boron. Nun ja, die steht zu bezweifeln an, aber lassen wir diese Diskussion. Jene, die durch ihre Hand sterben, dessen Zeit ist gekommen. Naja, also ich denke nicht, dass wir auf die Hand Borons treffen werden. Führt uns das gerade irgendwo hin? Nun, es ist eine realistische Gefahr, die wir dort unten... Naja, ich glaube, ihr unterschätzt, dass die Gänge, das Gängesystem ist. Unten sind da auch noch. Fragen wir von der anderen Seite. Gehört diese seltsame Mördersekte zur Basaltfaust? Nein. Dann müssen wir uns um sie keine Sorgen machen. Das würde ich so nicht sagen, wenn wir über einen ihrer Gänge stolpern, wovon ich ehrlich gesagt nicht ausgehe. Die sind zumindest nicht darauf angesetzt, uns aufzuhalten, oder? Nein, wir könnten aber in Fallen von ihnen geraten. Das wäre unmöglich. Jalan geht einfach vor. Soll das Labyrinth auch endlose Reichtümer unter sich bergen, aber ich weiß nicht, was man wirklich drauf geben kann, was man hier auf den Straßen aufschnappt. Nun seht ihr, jetzt habt ihr meine Aufmerksamkeit. Vielleicht sollten wir uns mehr darum kümmern, wie wir das Labyrinth überwinden. Uns zurechtfinden, orientieren. Und das ist nicht schwierig. Ich habe euch schon einmal unter den Bergen hindurchgeführt. War das jemals ein Problem gewesen? Nein. Nun, es waren vielleicht einzelne Gänge. Ein Labyrinth ist wahrscheinlich ein weitaus komplizierteres Netzwerk an Gängen. Ich erinnere mich noch an diese schreckliche Abkürzung, die wir damals nach Tobion hineingenommen haben. Es war eine wundervolle Abkürzung. Die war scheußlich. Wir wären fast daran gestorben. Wir haben wunderbare Felsenmilch gefunden und ich habe die verlorene Nadel des Pilzzüchterordens gefunden. Musst du nicht an die Akademie? Ja, gleich. Ich warte noch auf Abelmir. Er muss immerhin diese Sitzung beenden. Aber es war eine wundervolle Reise. Wir hatten großen Spaß und sind nach Tobrien gekommen. Wir hatten keinen Spaß und lassen wir das. Wir sind gerade so mit heiler Haut davon gekommen. Na, so würde ich das jetzt nicht sagen. Nun, das habt ihr. Die anderen sind wahrscheinlich meiner Meinung. Meine Hunde fällt gerade nirgendwo hin. Also unser guter Eltern Gorbas hatte einen... Ritz seines Lebens. Er hat sogar ein schönes Andenken mitgenommen. Ja, ein Silberbarren, glaube ich. Wir sind fast gestorben an diesen verdammten Pilzen. Nein. Erinnert ihr euch nicht an diese Pilzwesen und ihre Sporen? Pilzwesen? Aber mir ist bei dir auf den Kopf gefallen. Ich kann mich lieber an diese verdammten Sporen erinnern, wenn man fast erstickt. Nun, einmal zusammenzufassen und wieder zum Thema zu kommen. Wir wollen jetzt erstmal Informationen einholen und schauen, wie wir auf den Silberberg gelangen. Genau. Bevor wir das nicht wissen, lohnt es sich nicht, weitere Pläne zu machen.
Gut, wir tun unser Bestes, um einen Plan zu organisieren. Allerdings hege ich wenig Hoffnung, dass wir einen nun ja konkreten Einstieg finden, aber wir versuchen es. Wenn wir keinen finden, machen wir uns ein. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, kommt zurück, dann gehen wir die Sache von einer anderen Seite aus an. Und also ist in den nächsten Stunden nicht geplant, dass wir unser Vorhaben umsetzen, denn ich hätte noch ein kleines Vorhaben zu erledigen. Ihr habt gerade Zetiana gehört, 2 Tage. Und das lässt sich nicht verkürzen, Zetiana? Abenteuer. Wie wäre es denn, wenn wir sonst einfach den Hafen verlassen und irgendwann später mit dem anderen Schiff wiederkommen? Dann sind die Blutspiele zwar noch nicht beendet, aber wir haben mehr Planung für so eine Scheiße. Irgendwie wäre es mal woanders hin. Aventurien ist groß. Ja, aber wir brauchen das Geld. Oder sind wir besser finanziert, als ich dachte? Was für ein anderes Schiff? Ihr habt doch unser Schiff noch nicht aufgegeben, hoffe ich. Naja, es geht mir darum, dass die Basaltfaust weiß, auf welchem Schiff wir sitzen. Wenn wir jetzt einfach mit einem anderen kleinen Kutter oder so etwas hier wieder einlaufen, dann können wir sie vielleicht täuschen. Was weiß denn ich? Außerdem habt ihr doch von Chantala sowieso den Auftrag gelöst, oder nicht?